Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Und heute gibt es ein lang gewünschtes Video. Heute fahren wir mit dem Vosloo CityLink der Citybahn Chemnitz des Chemnitzer Modells. Und zwar fahren wir heute von Aue bis Chemnitz. Und den Fahrtverlauf seht ihr hier auch auf der Streckenkarte. Wir starten hier zügig im Bahnhof von Aue. Ihr seht, sehr schlechtes Wetter, also schnell rein in den Zug. Und das fand ich sehr toll, wenn ihr genau hinschaut. Die Tür geht auf, bevor ich den Knopf gedrückt habe. Scheinbar hat hier also der Lokführer bemerkt, dass ich da angerannt kam, hat mir extra die Tür geöffnet. Also vermute ich zumindest, das hat mich schon mal positiv beeindruckt. Hier sehen wir den Innenraum und wie ihr sehen könnt, ist der ziemlich gut ausgestattet für eine Kombination aus Regionalbahn und Straßenbahn. Jetzt natürlich nicht mit Tischen oder Steckdosen ausgestattet, aber wir haben hier zumindest mal komfortable, bequeme Sitze, auf denen man es auch länger aushalten kann. Ja, da Vosloo seinen Bereich Eisenbahn an die Stadler AG verkauft hat, seht ihr hier auch die Plakette von Stadler. Heute gehört der CityLink eben zur Produktpalette von Stadler. Wir haben Aue jetzt hier verlassen und verlassen jetzt auch die Bahnstrecke aus Zwickau kommt, auf der wir im letzten Video unterwegs waren, fahren jetzt hier einmal am Erzgebirgsstadion vorbei, haben hier auch schon den ersten Bahnhof. Ja, und dann geht es weiter über Lößnitz, unterer Bahnhof und oberer Bahnhof bis nach Zwönitz. Ja, und dieser Abschnitt ist auch gleich eigentlich der spektakulärste der Strecke, denn der ist ziemlich steil. Wir haben hier 200 Höhenmeter zu überwinden von Aue bis zum Scheitelpunkt der Strecke hinauf. Das machen wir auch mit einigen Kurven, insbesondere eben rund um den Ort Lößnitz. Hier an der Stelle, wenn man einmal auf die andere Seite des Tales schaut, da geht die Strecke weiter. Hier seht ihr dann die langgezogene Kurve, mit der wir auf die andere Seite des Tales kommen, und dort geht es dann weiter hinauf mit einer weiteren 180 Grad Kurve dann auf der anderen Seite wieder in Fahrtrichtung weiter, eben wieder in unsere richtige Fahrtrichtung mit Stopp am Bahnhof Lößnitz, oberer Bahnhof, um dann nach Zwönitz zu kommen. Und zwischen Lößnitz, oberer Bahnhof und Zwönitz haben wir eben den Scheitelpunkt der Strecke dann. Danach geht es dann immer weiter bergab. Im Bahnhof Zwönitz gab es früher einige Anschlussmöglichkeiten, nämlich einmal in Richtung Stolberg und zum anderen in Richtung Scheibenberg, von dort aus weiter nach Annaberg-Buchholz. Heute dient der Bahnhof immerhin noch als Begegnungsbahnhof. Hier sehen wir den Gegenzug in Richtung Aue der Linie C13, die im Stundentakt zwischen Chemnitz und Aue verkehrt, beziehungsweise dann sogar noch weiter bis nach Burgstädt. Ja, das Chemnitzer Modell habe ich euch ja schon vor einigen Videos an der Linie C11 vorgestellt. Und hier haben wir jetzt die Endstufe sozusagen, so wie es sein soll, zumindest auf der Linie C13 erreicht. Nämlich mit den modernen CityLink-Fahrzeugen, die sich wirklich wie eine ganz normale Bahn anfühlen auf den regulären Bahnstrecken und dann in der Stadt aber zur Straßenbahn werden. Das Interessante hieran ist, dass das zwei Kraftfahrzeuge sind, das heißt, wir sind hier gerade ohne Oberleitung unterwegs. Das sind also quasi hier jetzt ganz normale Dieselfahrzeuge. Die Bahnstrecke wurde modernisiert für diese Fahrzeuge, hier allerdings eben nicht mit einer Oberleitung versehen, sondern hier kommen die Fahrzeuge mit einem Dieselantrieb zum Einsatz, und sobald sie dann die Innenstadt erreicht haben, schalten die Fahrzeuge dann um und sind dann als reguläre Straßenbahn unter der Oberleitung unterwegs. Das sehen wir dann auch gleich noch. Wir haben mittlerweile Thalheim passiert. Ab hier wird die Strecke im Halbstundentakt bedient, denn hier fährt auch noch die Linie C14 zwischen Thalheim und Mittweida. Die fährt jetzt bis zum Hauptbahnhof parallel mit uns, und so wird der Takt hier eben auf einen 30-Minuten-Takt erhöht. Es gibt dann hier auch immer mehr Haltestellen. Viele Orte zwischendrin haben mehrere Bahnhöfe, viele davon eben auch neu hinzugekommen im Zuge des Ausbaus zur Strecke des Chemnitzer Modells. Davor waren hier ganz normale Dieseltriebwagen im Einsatz. Die Strecke ist auf jeden Fall landschaftlich sehr sehenswert und die Fahrzeuge sind eben auch bequem, also man kann hier durchaus auch länger sitzen. Ich würde sagen, die sind vom Sitzkomfort her sogar etwas komfortabler als die Desirus, die hier vorher zum Einsatz kamen. Die Strecke ist übrigens seit Januar 2022 Teil des Chemnitzer Modells. Davor waren hier eben längere Bauarbeiten, davor waren die Desirus im Einsatz und eben seit 2022 der CityLink hier, der Citybahn Chemnitz als Teil des Chemnitzer Modells. Wie auch schon in dem anderen Video erklärt, Sinn der Sache ist einfach, dass all die Leute, die hier entlang der regulären Bahnstrecke einsteigen, in Chemnitz nicht mehr auf die Straßenbahn umsteigen müssen, sondern dass die Züge eben auch die Haltestellen in der Innenstadt ganz bequem direkt bedienen, ohne Umstieg,
Und wer eben umsteigen muss und weiterfahren möchte von Chemnitz, der kann das auch machen, denn die Züge fahren ja trotzdem über den Hauptbahnhof. Und wir erreichen jetzt hier die Stelle, wo wir als Straßenbahn weiterfahren und hören uns das Ganze mal an. Ja, wir haben jetzt hier die Haltestelle Technopark passiert. Das ist die Endstelle der regulären Straßenbahnen. Und hier haben wir jetzt gewechselt von der regulären Bahnstrecke auf die Straßenbahngleise und fahren jetzt eben als ganz gewöhnliche Straßenbahn mit abgeschaltetem Dieselmotor, sondern eben durch die Oberleitung mit Strom versorgt, wie alle anderen Straßenbahnen auch hier im Straßenbahnnetz von Chemnitz. Einziger Nachteil an dieser Sache ist natürlich, dass Fahrgäste, die zum Hauptbahnhof möchten, um dort auf einen anderen Zug umsteigen, jetzt längere Fahrzeiten in Kauf nehmen müssen. Aber für alle anderen ist es natürlich ein sehr großer Vorteil, da natürlich die allermeisten Fahrgäste eher in die Innenstadt von Chemnitz möchten, zum Beispiel zum Einkaufen oder zum Arbeiten. Und das geht jetzt hier eben deutlich schneller, da der Umstieg entfällt. Wir erreichen hier gerade die Zentralhaltestelle in Chemnitz. Hier besteht Umsteigemöglichkeit zu allen anderen Linien der Citybahn und der Straßenbahn. Im Hintergrund sehen wir das Dorint Kongresshotel, das höchste Bauwerk der Stadt und das Hotel, in dem ich hier gerade untergebracht war. Jetzt geht's noch am Theater vorbei. Ja, und dann zweigen wir hier nach rechts ab und dann über diese Linkskurve erreichen wir erstmal die Bahnhofstraße und fahren dann auch direkt in den Hauptbahnhof ein. Und dort bin ich dann ausgestiegen. Mein Zug fährt eben noch weiter, wechselt dann hier am Hauptbahnhof wieder auf reguläre Bahngleise zurück. Da wird also auch dann der Dieselantrieb wieder eingeschaltet. Aber hier im Stadtgebiet eben als ganz normale Straßenbahn unterwegs. Und das ist eben das Besondere des Chemnitzer Modells. Ja, und wir werden uns dann im nächsten Video noch einmal die ganz gewöhnliche Straßenbahn von Chemnitz anschauen. Die soll natürlich auch noch ein eigenes Video bekommen. Wann dieses Video kommt, seht ihr hier. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich sehr über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.